finanziert vom Evangelischen Entwicklungsdienst. Ich hatte ein Stipendium für 5 Jahre in Deutschland. Daraus ist die Doktorarbeit geworden. Diese evangelische Kirche hat auch lutherisch studiert. Hat auch die Übersetzung meines Buches finanziert, dass man das in Brasilien kostenlos verteilen konnte, 5000 Exemplare. Ich glaube, dass das auch dieselbe Position wäre, was in der Diakonie ist, Brot für die Welt. Also ich glaube schon, dass die meisten Organisationen, die mit der evangelischen Kirche zu tun haben, die mit der Entwicklungspolitik zusammenarbeiten, sehr deutlich gegen die Gentechnik sind, als Technik, die eigentlich mehr Hunger bringt als Lösung. In der katholischen Kirche haben wir ein kompliziertes Phänomen da. Also, zum Beispiel, die Päpstliche Akademie der Wissenschaften hat im Mai letzten Jahres eine Veranstaltung organisiert im Vatikan und hat da nur Befürworter zugelassen. Die Bischöfe in Deutschland haben sich gewehrt, auch in Österreich, glaube ich, gab es ein paar, aber besonders in Bayern, glaube ich, gab es da mehrere Bischöfe. Ich wurde angesprochen vom Bischof von Würzburg zum Beispiel, durch das Bistum Würzburg, durch den Umweltreferent. Als er mich gefragt hatte, haben mich gefragt, ob ich da vielleicht teilnehmen will. Dann sagte ich sofort ja, aber ich habe auch sofort gesagt, dass ich das eher wahrscheinlich finde, dass ich in den Himmel komme, als dass ich da reinkomme. Dann hat er gelacht, ne? Ja, tatsächlich ist niemand reingekommen, die Kritiker. Und später haben sich dann Politiker nochmal in die Öffentlichkeit gestellt und gesagt, naja, wenn der Papst schon sagt, dass es eine Chance ist zur Hungerbekämpfung, dann müssen wir es doch akzeptieren. Der Papst kann sich ja nicht irren. Der Papst hat das gar nicht gesagt. Aber die päpstliche Akademie. So gibt es innerhalb der katholischen Kirche schon mal Kräfte, die für die Gentechnik. Nicht was die rote Gentechnik betrifft, da sind sie eher kritisch. Aber die sogenannte, also die Gentechnik der Medizin. Und haben sich vielleicht darauf konzentriert. Und haben den Blick verloren auf die sogenannte Gentechnik der Landwirtschaft. Ich habe ja schon gesagt, es gibt aber sehr viele Bischöfe. Und Bischöfe stehen ja auch nicht so unmächtig da. Und es gibt auch sehr viele engagierte Priester. Je mehr man zur Basis kommt, umso mehr nimmt der Widerstand zu. Und das ist dann auch deutlich zu sehen, auch die katholische Landvolkbewegung zum Beispiel, die sind deutlich gegen die Agrobiotik. Und so gibt es ganz viele innerhalb der katholischen Kirche. Ich komme aus einem Land, also aus dem größten katholischen Land der Welt, und in Brasilien ist die Kirche geschlossen gegen die Agrobiotik. Also die wollen wir nicht. Naja, das ist dann nochmal verschieden nach Ländern. Ich will nochmal schauen, die katholische Kirche ist ja in vielen Ländern. Ich würde schon mal sagen, es gibt Tendenzen innerhalb der Kirche, die sehr stark dafür sind. Und die sind sehr stark im Vatikan. Und es gibt da sehr starke Organisationen, die zerstreut sind auf der Welt und eine ganz andere Meinung haben. Aber das Problem ist, wie passen die alle zusammen, ne? Und wie kann das alles innerhalb derselben Kirche sein? Das kann ich dann nicht erklären. Ich habe dann über Philosophie studiert und der Bischof, als ich ja mal Priester werden wollte, hat immer gesagt, wer Philosophie studiert, stellt Fragen. Und wer Theologie studiert, hat die Antworten. Deswegen habe ich ja nur Fragen. Ich habe keine Theologie studiert. Gibt es weitere Wortmeldungen? Ganz hinten, bis jetzt der Hintere kommt, möchte ich selber nur mal kurz was fragen, und zwar war vor kurzem in BR Alpha eine Sendung über Podiumsdiskussion. Da sind Sie im Publikum gesessen. Ich habe das im Fernsehen auszugsweise gesehen und auch Ihre Wortmeldung, und da ist Ihnen das Mikrofon weggenommen worden. Und ich habe generell den Eindruck gehabt, also das war sehr GVO-Befürworterlastig, die ganze Veranstaltung. Täusche ich mich da? Ist das mein subjektiver Eindruck oder was haben Sie für einen gehabt? Der Herr Harder war ja auch da, ne? Also vielleicht waren noch andere da. Also, es liegt nicht an der Moderatorin, dass das Mikrofon weggenommen wurde. Das kann ich mal sicher sein. Ich habe am Ende mit ihr gesprochen. Ich war mir nicht einmal da sicher.
Ich habe mit ihr gesprochen, weil sie sagte sogar, dass ich im Vorfeld ja auf dem Podium sein sollte und dass ich nicht durfte. Das ist nicht das erste Mal. Ich bin das oft gewöhnt. Da gibt es noch eine andere Geschichte. Der Chef von BSF sagte, das sagte er auch auf dem Podium. Und eigentlich hätte ich das sagen wollen, aber in einer Minute kann man das nicht alles so sagen. Eine Minute aus dem Podium, wenn man auf dem Podium nicht, aus dem Publikum, wenn man nicht auf dem Podium sein soll, nicht konnte, nicht dürfte. Ich wollte eigentlich sagen, was ist das für eine Wissenschaft hier, wenn der Chef von BSF auf dem Podium sitzt? Und kein einziger kritische Wissenschaft, kein einziger. Das wurde veranstaltet von der Staatsregierung in Bayern. Und das ist eigentlich so. Wenn es zur Diskussion kommt und es große Presseauftritte oder sowas gibt, dann kommen nur die Befürworter aufs Podium. Oder wenn sie dann die Kritiker nehmen, dann werden die im Vorfeld auch ausgeladen. Ich wurde schon mehr als 10-mal ausgeladen. Ist schon verrückt, ne? Ich habe mir das nie vorgestellt, eingeladen zu werden und später ausgeladen zu werden. Und trotzdem hinzugehen und sie ins Publikum stellen. Aber ich habe es auch schon andersrum erlebt. Auf dem Podium zu sitzen und da gab es nur Kritiker. Dann hatten sich Leute im Publikum gegen uns gestellt und sich beschwert. Naja, ich finde es toll, dass die Menschen andere Meinungen haben. Ich finde es aber schlimm, dass die Befürworter nicht in der Lage sind, mit den Kritikern zu diskutieren. Dass sie nur aufs Podium gehen, wenn sie sicher sind, dass kein Kritiker dabei ist. Und das ist für mich keine Wissenschaft mehr. Ich wollte besonders den Herrn von der TU München was kritisieren. Das, was ich hier gesagt habe, dann hat mir ja vorgeworfen, dass ich nicht beweisen könnte, was ich da kritisiere. Ja, ich kann es nicht beweisen ohne Mikrofon. Im Publikum. Aber die Geschichte geht ja weiter. Also, ich glaube nicht, dass die Menschen sich durchsetzen können mit Argumenten, die man langfristig nicht mehr beweisen kann. Innerhalb der Wissenschaft muss man ja kämpfen, damit man Wissenschaft macht. Das ist ja schon ein schwieriger Kampf. Den kann man noch nicht mal gewinnen. Aber wenn man Information mit Bewegen verbindet, und deswegen bin ich auch immer unterwegs, ist das schon mal wichtig. Dieses Bild zu zerreißen, dass es auf einer Seite die Professoren gibt, die angeblich alles wissen, und auf der anderen Seite die Bevölkerung, die keinen Zugang zu diesem Wissen hat, glaube, das ist schon mal wichtig. Ich habe immer in meiner Doktorarbeit, habe ich das auch geschrieben, ich wollte ja die Welt der erfahrenen Bauern mit der Wissenschaft verbinden. Und das ist für mich immer noch wichtig. Für mich ist eine nachhaltige Landwirtschaft nur möglich, wenn man das verbindet, was man an Wissen von Bauern hat. Und das ist nicht immer alles wissenschaftlich, aber es ist Wissen, mit dem verbindet, was wir als Fortschritt in der Wissenschaft haben. Und wenn man beides isoliert, ja, dann muss man ja Angst vor dem Volk haben, dann muss man Angst vor den Bauern haben, dann muss man Angst vor dem Publikum haben. Und so reagieren die Leute. Also die meisten mächtigen Vertreter von Konzernen, die gehen nicht aufs Podium, wenn es einen Kritiker gibt. Ja, da muss man mal denken, was ist das für eine Beweisbarkeit? Wenn sie nicht in der Lage sind, es offen zu reden, wie sie zu den Ergebnissen gekommen sind, dann kann man sich nur eine Idee vorstellen. Etwas wird da verheimlicht, forciert. Das kann nicht mit der Wahrheit übereinstimmen. Aber ich bin trotzdem froh, dass ich diese Zeit hatte. Ich habe ja so lange geredet, bis das Mikrofon weggenommen wurde. Das wusste ich ja von vornherein. Aber so lange habe ich mal geredet und so haben sie mich auch gesehen. Nicht nur zum ersten Mal, jetzt haben sie mich wieder gesehen. Ich bin der Eisel Manfred und komme aus Salzburg. Und finde, dass das heute eine recht informative Veranstaltung war. Für mich stellt sich natürlich jetzt die Frage, und die Frage stelle ich jetzt an Sie, was können wir tun? Ist unsere Aufgabe, das in unserem Bekanntenkreis weiterzugeben? Und ist ja die größte Chance für die Leute, die da drinnen sitzen, dass man, wenn man einkaufen geht oder sich mit dem Ganzen beschäftigt,
nachfragt, ist das gentechnikfrei, die Billa, Spar oder sonstige Geschäfte darauf aufmerksam macht, dass man das gentechnikfrei haben will, und kann man dies mit dem am meisten verhindern, die Gentechnik, indem man immer wieder nachfragt und die Leute darauf hinstößt. Ja, es gibt zwei Möglichkeiten, die im Grunde alles entscheiden. Nachfragen und anbieten. Wenn das Zeug nicht angeboten wird, wer soll es nachfragen? Es gibt überhaupt keine Bewegung auf der Welt, die darauf besteht, es nachzufragen. Oder gibt es das? Ich glaube nicht. Wenn aufgehört wird, Gentechnik anzubieten als Lebensmittel, also gentechnisch verwendeten Pflanzen, ich glaube nicht, dass es eine Bewegung von Konsumenten gibt, die dann sich beschweren, dass es das geben soll. Also wenn die Bauern es nicht anbieten, wird es das Zeug nicht geben. Wenn die Bauern es aber anbieten und die Menschen es nicht wollen, dann kann es sein, dass in eine informierte Sinne, dass das auch alles verbreitet ist, was man so an Wissen hat in der Geschichte der Zeit, dann kann es sein, dass die Mehrheit der Verbraucher es nicht wollen. Dann müsste man auch dafür sorgen, dass sie es wissen können, wo es ist und wo es nicht ist. Das ist schon mal ein wichtiger Schritt. Der wichtigste Schritt wäre aber, wenn beide sich verbinden, die es nicht produzieren wollen und die es nicht kaufen wollen. Weil dann haben die beiden eine Chance. Und das ist eine riesige Chance. Das sind die sogenannten gentechnikfreie Regionen. Es gibt nur in Deutschland ungefähr 150 davon, glaube ich. Und das ist viel. Und das kann man auch von unten organisieren und man kann es auch von oben organisieren. Es können auch Regierungen sein, die sich dafür aussprechen. Aber es funktioniert immer eher, wenn es von unten kommt. Man könnte aber beides verbinden. Ne? Und gentechnikfreie Regionen ist schon mal was ganz Wichtiges in Europa. Gäbe es diesen Widerstand in Europa nicht, hätten wir in Lateinamerika überhaupt keine Chance. Deswegen ist es schon wichtig, was Europa geleistet hat, diesen Widerstand. Und dieser Widerstand kann weitergehen, den nimmt ja noch zu. Also Informationen kann man weitergeben, aber das ist schwierig. Informationen kann man ja in Vorträgen erhalten, man kann sie in Büchern erhalten, man kann sie beim Video wiedersehen, man kann sie in der Presse lesen, man kann im Internet nachschauen. Aber wichtiger als Informationen sind ja die Zusammenhänge. Und ich habe hier die ganze Zeit versucht, Zusammenhänge herzustellen und nicht nur Informationen zu vermitteln. Informationen allein, die können vielleicht wenig bewegen. Aber die Zusammenhänge, dass man denkt, wie das alles funktioniert und selbst zum Nachdenken kommt und das zu motivieren zum Selbstnachdenken, das glaube ich ist das Wichtigste dabei. Das Handeln ist genauso wichtig. Ohne das Handeln würden wir ja nicht denken. Und die Vernetzung vielleicht ist auch sehr wichtig. Zivilcourage zum Beispiel, das ist ja eine sehr tolle Sache, wenn es als Beispiel erwähnt werden kann. Ist ja überparteilich, ist ja eine sehr offene Vereinigung von Menschen, die sich aber vernetzt fühlen. Nicht nur über Wissen, sondern über das Tun. Und das ist schon eine Macht geworden. Wenn man sieht, was das in Bayern angerichtet hat, dann überlegen sich schon Parteien, ob man nicht auch sowas tun soll. Ja, vielleicht etwas zu spät jetzt. Und in Österreich kommt man jetzt auch auf Ideen, wie man vielleicht die Bauern organisieren sollte, bevor es dazu kommt, dass die Bauern sich selbst organisieren. Ich halte es für wichtig, diese Selbstorganisation der Bauern. Ich setze darauf einen Wert. Es gibt schon so viele, die sich mit Konsumenten beschäftigen, und das halte ich alles für wichtig. Aber ich finde es viel wichtiger, dass die Bauern sich organisieren. Dass sie es verstehen, dass sie dadurch ihre Existenz nicht mehr haben können. Dass sie ein Stück Freiheit aufgeben durch die Gentechnik. Dass sie bedrückt werden durch eine Art Wunder, die nicht möglich ist. Und dieser Widerstand ist für mich der wichtigste. Weil ich habe es am Anfang gesagt, wenn das Zeug nicht angeboten wird, wird sich keiner beschweren, dass man das nicht kaufen kann. Ist doch toll. Warum soll man das dann produzieren? Nur wenn man es zwingen kann, dass die Menschen es wollen, wenn sie es eigentlich nicht wollen. Und Menschen können es auch nicht wollen, auch wenn sie nicht informiert sind. Die haben immer noch das Recht, nicht zu wollen,
auch wenn sie es nicht wissen. Und dieses Recht wird ja eigentlich abgeschafft. Das Recht, etwas nicht zu wollen. Beim Bauern oder beim Konsumenten. Ich kann hier eine Reihe von Dingen hier erwähnen, was man machen kann. Man könnte zum Beispiel dafür sorgen, dass dieses Schlupfloch in Europa geschlossen wird, dass man Tierprodukte nicht kennzeichnet. Das wäre schon mal eine ganz konkrete Sache. Man könnte schon mal dafür sorgen, dass sich ein Land verpflichtet, keine Futtermittel mehr einzuführen mit Gentechnik. Naja, in Oberösterreich, glaube ich, ist das möglich. Es gibt sogar eine riesige Bewegung und es gibt hier sogar Politiker, die anders in anderen Teilen dieser Welt da mitmachen würden. Man könnte sich auch für eine andere Schiene entscheiden, zum Beispiel Bioprodukte. Das ist auch eine Möglichkeit. Es gibt ganz viele Möglichkeiten. Ich glaube auch, dass die ganze Vielfalt an Möglichkeiten erhalten werden sollte. Dass man auch auf verschiedene Weise Widerstand leistet. Und dass jeder einen Beitrag leisten kann. Es muss ja nicht jeder einen Vortrag halten. Aber wer einen Vortrag halten will, kann diesen Vortrag hier heute haben und bitteschön, machen Sie weiter, ohne Patentrecht und nichts. Ich habe hier schon drei, glaube ich, hier beauftragt fast. Ne? Wir wollten wissen, ob man den Vortrag haben könnte, habe ich sofort gesagt, nicht nur haben, sondern auch verwenden. Also auch die Texte, die ich hier bekannt gebe auf meiner Homepage, also Information und Wissen sollte nie zu einer Ware werden. Man darf das ja nicht verkaufen eigentlich. Deswegen habe ich ja keinen Preis für einen Vortrag. Es kann doch nicht möglich sein, dass man finanziert wird von der Gesellschaft, etwas beizutragen, dass man mehr Wissen hat und dass man dann dieses Wissen an dieselbe Gesellschaft verkauft. Also so gehe ich nicht damit um. Ich glaube schon, dass es richtig ist. Diese Informationen auch in dem Sinne so zu verstehen, dass jeder Mensch sie verstehen kann und was damit anfangen kann. Und ich fühle mich verpflichtet mit der europäischen Gesellschaft. Ich wurde hier finanziert mit öffentlichen Geldern, auch durch eine Kirche. Als ein Katholik, der von der evangelischen Kirche finanziert wurde, ist ja auch schon mal was. Und hat dann in Brasilien versucht, die Bauern zu organisieren, hat aber dann auch verstanden, dass das nichts alleine nutzt, dann meine ich die europäischen Bauern informiert, dass sie dieses Zeug von den brasilianischen Bauern gar nicht kaufen sollten. Dann würde es mehr helfen für den ganzen Kampf. Und deswegen bin ich ja auch im Einsatz, jeden Tag fast. Und ich finde das wichtig, das ist auch meine Verpflichtung, vielleicht meinen Beitrag zu dem, was die Gesellschaft mir geholfen hat, zu studieren. Und das werde ich nie verkaufen können. Das kann ich nicht verkaufen. Weil ich kann ja kein Wissen besitzen. Ich kann ja nur dazu beitragen, dass ich im Dialog mit anderen mehr wissen kann, indem die anderen auch wissen und in diesem Dialog entsteht eigentlich kollektives Wissen. Und dann kann man das nicht mehr verkaufen. Deswegen dürfen wir das nicht patentieren dürfen. Das ist ja der Ursprung der Gentechnik. Gäbe es kein Patentrecht, gäbe es die Gentechnik nicht. Nachdem man es festgestellt hat, dass man Wissen patentieren kann, dann hat man hier in München bei diesem Europäischen Patentamt es geschafft, sogar Schweinen patentieren zu wollen. Wer hat denn jetzt ein Schwein geschaffen, muss man sich mal vorstellen. Ne? Das ist so wie früher der König gesagt hätte, die Donau gehört mir. Ja, wer hat sie gebaut? Ne? Das ist ein Quatsch, das kann man doch nicht zulassen. Das ist der Zugang zu den Naturressourcen muss allen ermöglicht werden. Und wenn die Bauern dafür sorgen, dass das geschützt wird, was die Grundlage der Ernährung ist, dann muss man sich auch dafür einsetzen, dass die Bauern weiter produzieren können. Und das ist für mich ein wichtiger Ansatz. Das ist mein Teil davon. Ich weiß nicht, was man alles noch so tun kann. Es gibt so vieles. Dazu könnte man vielleicht noch anfügen. Hans, du kommst gleich dran. Wir haben das veranstaltet, diese Geschichte heute, in erster Linie die Maria Bernecker. Wir sind so eine Art Abtrünnige oder so ein Nebenzweig von der Zivilcourage Bayern, die hier der Herr Dr. Andreoli schon angesprochen hat. Und zwar sind wir so entstanden, vielleicht sollte man das mal kurz schildern. Es ist da in Dasdorf ein Vortrag gehalten worden von Christoph Fischer, allseits bekannt, den Gentechnik-Gegnern. Und der hat viele Menschen so berührt, dass wir uns anschließend getroffen haben. Also mehrere Leute, das hat der Renzel Hans damals organisiert,
und haben uns zusammengesetzt und haben überlegt, was könnten wir tun. Wir haben uns genau die Frage gestellt, wie der Herr da hinten, was könnten wir unternehmen. Und rausgekommen ist jetzt, dass wir einen österreichischen Zweig von der Zivilcourage gegründet haben. Das wird in Kürze ein Verein werden, weil das Österreichland der Vereine, da ist einiges leichter, wenn man ein Verein ist. Und wenn sich wer fragt, was kann er persönlich da, er kann dann zu dem Verein gehen, wenn es denn einer ist dann. Wir werden in Kürze eine Homepage haben, auf der wir uns öffentlich dann zu Wort melden werden. Und da ist sicher für jeden dann eine Aufgabe dabei. Jeder kann Veranstaltungen besuchen, die wir organisieren. Denn je mehr Menschen solche Veranstaltungen besuchen, umso mehr steigt der Druck auf die Politik, auch weiterhin Österreich zumindest gentechnik anbaufrei zu halten. Weil Österreich ist nämlich nicht gentechnikfrei, wie wir jetzt wissen. Es werden ja gentechnisch veränderte Futtermittel en masse verfüttert. Wir sind nur anbaufrei und selbst dieses Gentechnik-Anbauverbot steht gesetzlich auf sehr wackeligen Beinen. Das muss man wissen, und wenn da nicht der Druck in der Basis da wäre und der in der letzten Zeit zugenommen hätte, dann war wahrscheinlich damals der ON 810 in Deutschland gar nicht verboten worden. Es ist nur der Umweltminister Gabriel war entscheidend mit seinen Stimmen in der EU, der gegen die Kanzlerin Merkel gestimmt hat, weil er Gott sei Dank damals die SPD noch in der Regierung war, das muss man auch sagen, wenn ich auch jetzt keiner von der SPD bin. Aber nur so hat das entstehen können, dass das Verbot überhaupt steht gegen Mais 810, jetzt in Deutschland. Und in Österreich, das Anbauverbot steht auch auf sehr wackeligen Beinen, und wenn da der Druck aus der Basis nicht da ist, dann fallen uns die Politiker, fürchte ich jedenfalls, reihenweise um, und dann ist das Österreich gentechnikfreier Anbau gestorben. Und darum finde ich es so wichtig, dass es so eine Organisation gibt. Und wir haben jetzt angefangen, wir nennen uns Hochtrabend Zivilcourage im Viertel. Wir sind jetzt 6 Gemeinden, glaube ich, oder 7. 8 schon? Ja. Es werden täglich mehr. Und wer da gern mitarbeiten möchte, bitteschön, wir haben die Listen vorher umgelassen. Ihr könnt euch auch nachträglich nur eintragen. Ihr könnt euch bei uns melden. Wir nehmen euch mit offenen Armen auf und wir sorgen für Information und soweit es geht für objektive Berichterstattung, die auf diesem Gebiet sehr, sehr selten ist. Ja, mehr wollte ich jetzt dazu gar nicht sagen. Jetzt gibt der Hans die nächste Wortmeldung. Wir haben uns vor einem Jahr schon mal telefoniert miteinander, Sie haben sich gleich erinnert, haben so kurz Gedächtnis. Hier ist die Frage, warum gehen Sie nach Brasilien zurück? Wir bräuchten Sie noch sehr oft. Und die andere Frage ist, das war im Booking, ist das auch gestellt worden, wie gefährlich leben Sie? In Brasilien wird mich immer gefragt, warum gehst du weg nach Europa? Nicht von allen. Manchen wünschen sich sogar. Haben sich auch manche gewünscht, dass ich nach Brasilien gehen sollte. Die Chefin von Monsanto hat es sogar mal deutlich so gesagt, gehen Sie nach Brasilien mit Ihren Argumenten. In Weimar auf der Landwirtschaftsmesse im letzten Jahr. Ich gehe nach Brasilien, weil ich eigentlich nach Deutschland gekommen war, um ein Thema zu studieren, um etwas in Brasilien zu ändern. Ich habe damals geglaubt, dass man global denken sollte und lokal handeln könnte. Aber das Problem ist, bei dieser Thematik kann man nur global handeln. Aber man kann das nur verstehen, wenn man lokal denkt. Also man muss schon global und lokal handeln und global und lokal denken. Deswegen bin ich auch sehr oft Vortragsreise. Als ich in Brasilien war, hatte ich 3 Vortragsreisen in Deutschland gehabt, dann war das Buch gerade herausgegeben. So. Und später bin ich dann nach Brasilien für eine Vortragsreise, als ich in Österreich war. Und ich gehe jetzt eigentlich nach Brasilien, weil ich eine besondere Gelegenheit habe,
endlich mal für was sein und nicht nur gegen was. Das heißt, in Brasilien wird die erste staatliche Universität gegründet, die sich mit nachhaltiger Landwirtschaft beschäftigt. In derselben Region, aus der ich komme. Und die brasilianische Regierung hat mich berufen, es zu leiten. Und dann... muss man sich schon überlegen, ob man jetzt weiter im Widerstand bleibt oder doch mal eine Zeit verbringt, etwas aufzubauen. Und auch lokal. Nicht nur international Widerstand leisten, sondern auch lokal eine Alternative aufzubauen. Und ich glaube, das ist jetzt die Gelegenheit. Das heißt nicht, dass ich jetzt ewig da bleibe oder so. Aber für eine Weile ist das schon mal eine Entscheidung. Das heißt nicht, dass ich in dieser Zeit nicht zurück nach Europa kommen könnte oder ich da festhängen bleibe, aber das ist schon mal eine wichtige Sache für mich, das zu tun, weswegen ich eigentlich studiert habe. Eigentlich wollte ja studieren, damit man durch das, was man weiß, besser kämpfen kann. Früher hat mein Vater mal gesagt, wenn du nicht Portugiesisch lernst, dann kannst du noch nicht mal kämpfen. Also ich hatte nur Deutsch wissen können, als ich Kind war und wurde bestraft. Unter der militärischen Diktatur in der Schule, weil ich Deutsch gesprochen habe, obwohl alle Deutsch gesprochen haben. Und ist schon wichtig, das Studium, also was man lernt, was man weiß, dafür einzusetzen, dass die Lebensqualität der Menschen, mit denen man zu tun hat, besser wird. Das ist für mich der Sinn von Wissen. Ansonsten braucht man auch nicht Wissenschaft betreiben, glaube ich. Und das klar, wenn man sich dafür entscheidet, dann hat man schon Risiken, das ist klar. Man hat ein Risiko zum Beispiel nicht von allen unterstützt zu sein. Manche hassen ihn dann oder würden lieber, dass man nicht lebt. Formuliere ich es mal so. Aber je öffentlicher man ist, je mehr man Öffentlichkeit schafft, und deswegen freue ich mich auch, wenn es aufgenommen wird, wenn es Presseberichte gibt, wenn es Bücher gibt. Alles, was in Richtung Öffentlichkeit führt, ist ja dann auch ein Schutz. Weil je mehr man öffentlicher ist, umso blöder ist es, wenn man dann eliminiert wird. Für die andere Seite. Ist klar, dass man mit Bedrohung zu tun hat, dass man manchmal mit dem zu rechnen hat, dass das Mikrofon weggenommen wird, dass man sich stundenlang mit einem Sender beschäftigt und am Ende kommt die Nachricht, ihr Interview wurde gestrichen. Naja. Ja, dass man an Universitäten bedroht wird, gekündigt zu werden. Also solche Dinge alles erlebt man. Aber das stärkt ja auch. Das stärkt ja auch die Position, dass man eigentlich im richtigen Weg ist. Ich will jetzt nicht ein paar Denker hier jetzt zitieren, die ich gar nicht unterstützen würde, die immer gesagt haben, wenn der Gegner das tut, was du tust, dann bist du falsch. Ne? Aber wenn der Gegner etwas tut, was das Gegenteil von dem ist, was du magst, dann hast du recht. Und das hat der Gandhi ja auch mal formuliert. Das ist vielleicht der einzige, den ich erwähnen werde. Es gäbe so viele, die man hier erwähnen könnte. Aber Gandhi hat ja mal gesagt, ein Mensch, der einen anderen unterdrückt, ist ja selbst auch nicht frei. Der kann sich ja nur befreien, indem er sich befreit von der Unterdrückung, die er ausübt. Und von daher, also ich bin kein Mensch, der auf Gewalt Wert setzt oder glaubt, dass man Gewalt verhindern kann durch mehr Gewalt. Auf der anderen Seite glaube ich, dass man Demokratisierung schaffen muss. Je mehr Demokratisierung, je mehr Öffentlichkeit, je mehr Freiheit, umso mehr können wir auch Mensch werden. Das ist so meine Lebenseinstellung. Also mehr Mensch zu sein, indem man auch mehr zur Menschheit beitragen kann. Und wenn das dann von manchen nicht gut gefunden wird, naja, dann wird man auch menschlicher dadurch, dass man sieht, dass die Entmenschlichung, die gegen uns ist, eigentlich es beweist, dass es toll ist, dass man das tun soll. Und das ist für mich schon mal wichtig. Nicht, dass man jetzt Ruhm oder sowas haben sollte. Ganz einfach, dass man sieht, dass man sinnvolle Dinge im Leben macht,
die es wert sind zu leben. Es gibt da Persönlichkeitseinstellungen von mir, die man lange vielleicht erklären müsste, warum ich so denke. Habe ich dem Bertrand Verhagmann erzählt, als er in Brasilien war und einen Film mit mir gedreht hat für den nächsten Film, den er jetzt macht, vom Bayerischen Rundfunk. Die entscheidende Frage immer war, wie bist du dazu gekommen, kritisch zu sein in diesem Thema? Weil ich ja eigentlich mal auf der anderen Seite war. Und wie kann man dazu kommen, sich dann gegen die Agrogentechnik zu stellen, wenn eigentlich die meisten das Gegenteil machen? Die gehen ja auf der anderen Seite. So waren Kritiker, ich kenne einen vom BUND zum Beispiel, und plötzlich hat er dann mehr Lohn bekommen und ist auf die andere Seite gegangen. Ich kenne da ganz viele Leute so. Und das, was ich gemacht habe, das muss man dann erklären, weil das ist ja eigentlich im Sinne der Gesellschaft etwas dumm, oder? Man verzichtet doch auf Dinge, die eigentlich erwünscht sind. Ne? Man verzichtet zum Beispiel auf mehr Geld, auf mehr Ruhm, auf mehr vieles, was alle so wollen. Ne? Und das ist eigentlich eine Dummheit, so gesehen. Aber auf der anderen Seite ist es ein großes Stück an Freiheit, das man gewinnt. Wenn man in der Lage ist, zum Beispiel, wenn ich nicht bezahlt werde hier, dann darf ich ja jetzt sagen, was ich will. Okay? Das ist ja schon mal eine riesige Freiheit. Und ich habe manchmal Veranstalter, die kommen dann mit Zetteln und sagen, sagen Sie mal das oder sowas, und ja, ich bin da nie mehr hin. Das ist klar. Also wenn mir vorgeschrieben wird, was ich sagen soll. Letzte Woche hatte ich das in Bayern. Wurde mir gesagt, dass ich diese und diesen Namen nicht erwähnen sollte. Die brauche ich auch nicht, die will ich auch nicht. Aber wenn ich sie erwähnen wollte, hätte ich dann nicht den Druck auf Kantinen, sondern ich darf es nicht sagen. Ne? Also dieses Stück Freiheit schätze ich sehr. Und auch in der Wissenschaft müsste man das haben. Wenn man das nicht mehr hat in der Wissenschaft, dann gibt es für mich keine Wissenschaft mehr. Dann gibt es nur mehr Propaganda. Das ist ja das Dumme. Im Bereich der Gentechnik haben wir Werbung und nicht Wissenschaft. Wir müssen ja kämpfen, damit es wissenschaftlich wird. Und dann werden wir noch als die Gegner der Wissenschaft dargestellt. Und dann mache ich das immer so lächerlich und sage auf dem Podium manchmal, wenn ich das Glück habe, dass einer befürwortet oder sowas da ist, dann sage ich immer, dann bedank dich doch mal an uns, für uns, dass wir da sind. Weil gäbe es uns nicht, dann wüsstest du gar keinen Job haben. Na, wieso? Weil du sagst doch, dass du alles weißt. Man braucht keine Studien mehr, es gibt keine Risiken mehr. Was willst du dann noch machen? Dann muss man sich bedanken, dass es die Kritiker gibt. Weil die sorgen ja dafür, dass die Befürworter sich auch anstrengen müssen. Und noch weiter suchen müssen. Nach Wissen suchen, nicht zu sagen, ich weiß. Das habe ich eigentlich von einem Österreicher gelernt, mit Namen Karl Popper. Der sagte immer, ein Wissenschaftler ist ein Mensch, der nach Wissen sucht. Und diese Suche kann nie aufhören. Und je öffentlicher es wird, umso besser. Denn alleine zu suchen, vielleicht findet man den Schlüssel nie. Und da zu suchen, wo es nur Licht gibt, da sowieso nicht. Deswegen ist das meine klare Antwort. Sie haben gesagt, Information ist das Um und Auf. Das ist, also Information ist das Wichtigste, dass das weit verteilt wird. Es wird die Frage, andere Medien, Zeitungen, öffentliche Sender, wir sind nicht aufgeschlossen über eine kritische Information, Berichterstattung über die Agrogentechnik, weil nur so kann man ja direkt an den Konsumenten kommen. Wir Bauern, wir sind in dem Kreis, wir können auch gerade in Thailand sprechen und langwierige Geschichte kennt man nicht so viel weiterkennen. Also wichtig wäre wirklich über breite Medien, Bekannte, wie schaut es da aus? Was hast du für Möglichkeiten? Oder was haben die Kritiker da für Möglichkeiten? Ja, das Erste, was man weiß, wenn man Kritiker ist, ist man, dass man nicht in der Presse ist. Das ist schon mal klar. Das Zweite ist aber, wenn man Kritiker ist und die Bevölkerung informiert, dann kann man eine Chance haben, dass die Presse sich dafür interessiert. Wie sie dann berichten, das weiß man auch nicht. Letzte Woche wurde ich dargestellt in Passau, glaube ich, als ein ehemaliger Mitarbeiter von Monsanto. Das habe ich nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, dass ich früher mal ein Giftverkäufer war. Das hat mit Monsanto noch nichts zu tun. Obwohl die Stoffe vielleicht, manche davon, ja, die Roundup oder so. Dann hat man immer diese Wahrscheinlichkeit, dass das dann nochmal umgedreht wird. Dann ist,
Was ist dann schlimmer, in der Presse zu erscheinen als falsche Information oder gar nicht? Manchmal weiß ich es nicht. Ich gehe immer noch davon aus, dass es besser ist, zu erscheinen, weil dann wird wenigstens diskutiert. Aber wie kann man das organisieren? In Europa ist es eher einfach. Es gibt in Europa immer noch freie Journalisten. Es gibt auch Sender, die kritisch sind. Das ist in Brasilien fast unmöglich. Man sich mal vorstellen, dieser Film Monsanto mit Gift und Genen, das ist ja ein riesiger Erfolg von Arte. Der wurde in Brasilien noch nicht gezeigt. Ganz einfach aus dem Grund, dass das große Imperium des Fernsehens Globo bei Arte die Rechte kaufen wollte für die brasilianische Ausgabe und das dann verstecken will. Patentiert. Und so hat Arte es nicht verkauft. War ja das Glück. Jetzt gibt es viele Versionen davon schon, aber muss man sich mal vorstellen, ein Medium setzt sich davon ein, dass man einen Film kauft in eine andere Sprache und versteckt es dann. Um es nicht zu zeigen, kauft man es. Also sind die Medien in vielen Ländern. Ich habe in Europa die Medien sehr geschätzt. Also ich finde, dass es hier viele Räume gibt, die offen sind. Besonders diese öffentlich-rechtlichen Sender. Das gibt es ja hier noch. Und auch Zeitungen, die lokal sind. Das hängt sehr viel von den Menschen ab, die Journalisten sind. Und es hängt aber auch sehr viel von den Organisationen ab. Zum Beispiel die Bauernverbände, wie die sich äußern, wie die die Kontakte herstellen. Ja, dieses ganze Netzwerk. Ne? Ich habe nicht gesagt, dass Information das Wichtigste ist. Ich glaube, dass die Zusammenhänge wichtiger sind. Die Zusammenhänge, um die Informationen zu verstehen. Weil wenn man die Zusammenhänge mal verstanden hat, dann kann man Informationen suchen. Aber das heißt nicht, dass man, wenn man Informationen hat, auch immer die Zusammenhänge versteht. Und deswegen halte ich es für wichtig, bei Vorträgen die Zusammenhänge zu verstehen. Die Informationen, die kann man sowieso nochmal suchen. Aber die Zusammenhänge sind wichtig. Dass man versteht, worum geht es. Dieser Kontext. Und das ist für mich entscheidend. Und ich setze einen sehr großen Wert, das habe ich vorher schon gesagt, Bauern zu informieren. Damit die Bauern die Zusammenhänge verstehen. Und deswegen ist ja dieser ganze Kampf mit mir entstanden, weil seit ich die Doktorarbeit geschrieben habe, wurde mir immer gesagt, dass ich kein richtiger Wissenschaftler sei. Weil die Bauern mich verstehen. Naja, so musste ich weitermachen und wenn man verstanden wird, ist man nicht wissenschaftlich. Dann gibt es, dazu muss ich den Popper ja nochmal zitieren, der sagte ja, dass es eine Tradition geworden ist, im deutschsprachigen Raum in verwickelter Weise zu reden und dass das wissenschaftlich sei. Dass man sich hinter dem Komplexe versteht, sodass man es komplexer macht, als es ist, damit man nicht kritisiert werden kann. Also ich halte es für wichtig, offen zu reden, damit man kritisiert werden darf. Nur so kann ich weitermachen. Ich habe auch dann bei meinen ganzen Vorträgen, das sind dann über 300 oder so, weiß ich nicht, habe ich gar nicht gezählt, immer die Fragen gesammelt, die gekommen sind. Das mache ich auch immer noch. Ich erinnere mich auch genau an jeden Anruf, der kommt von einem Bauern. Das beeindruckt mich. Ist doch nicht irgendeiner, der an der Universität anruft und sagt, ich bin ein Bauer von hier und ich möchte, dass Sie hier einen Vortrag haben. Ja, da muss ich hin. Ist doch klar. Etwas anderes ist, wenn jetzt mich einen Politiker anruft oder so, das ist ja ganz normal. Aber wenn jetzt ein Bauer mich anruft und sagt, wir wollen wir uns hier organisieren, wir möchten, dass sie kommen, dann muss ich dahin. Und das ist für mich ganz wichtig. Dies werde ich auch nie aufgeben. Die können mir vorwerfen, dass das nicht wissenschaftlich ist. Das ist mir dann auch egal. Wenn Wissenschaft nicht mehr verstanden wird, dann kann sie nicht mehr Wissenschaft sein. Weil wie soll man es dann falsifizieren? Man muss es ja vorher verstehen. Und ich halte es für wichtig, Informationen so viel zu vermitteln, auch an die Konsumenten, dass man Vertrauen erreicht, das ist ja auch wichtig, dass man die Widersprüche deutlich darstellt und dass man die ganze Geschichte nicht vergisst, dass mit Wissenschaft auch Macht zusammenhängt. Und das kann die Macht eines Wissenschaftlers sein oder das kann auch die Macht einer Gruppe sein,
die Informationen und Zusammenhänge versteht. Und das ist für mich viel wichtiger. Deswegen ist es für mich egal, wer jetzt diesen Vortrag weitermacht. Es ist für mich viel wichtiger, dass es weitergemacht wird. Und ich brauche auch nicht mal zitiert werden. Darauf bestehe ich auch nicht. Das ist ja total unwissenschaftlich jetzt. In der Wissenschaft muss man zitieren. Das hat nur mit Patentrecht zu tun. Aber wenn ich zitiere, dann zitiere ich das schon mal in einer Sprache. Und wer hat die Sprache erfunden? Dann müsste ich auch schon mal Patentrecht sagen, weil ich habe die Sprache nicht erfunden. Und so gibt es vieles. Ich glaube, die Art und Weise, wie man auch redet, hat viel damit zu tun. Und ich war immer stolz darauf, dass ich mit Bauern reden konnte und verstanden werden konnte. Und wenn das dann jetzt das Schlimme daran ist, dann habe ich es genau verstanden, dass das das Gute ist. Ich habe auch mit dem ehemaligen Kanzler Schröder geredet und dann hat er sich immer aufgeregt mit mir auf dem Podium, weil ich immer für die Bauern war. Er hat immer mir was vorgeworfen, dass ich so etwas wie für die DDR rede oder Bauern rede oder weiß ich was. Also ich bin gar nicht aus dem Osten, ich bin aus Brasilien, ich habe damit gar nichts zu tun. Ich sage nur, dass die Bauern für mich wichtig sind und ich kämpfe dafür. Und das ist auch in der Wissenschaft vielleicht wichtig. Warum sollte man in der Wissenschaft nicht auch das als Wert haben? Naja, ich kämpfe dafür, ist mir egal, ob das